Übung 4. A. Entschuldigung, haben Sie kurz Zeit für eine Frage? Wir sind von Radio NT. Na klar, was wollen Sie wissen? Was halten Sie von der EU? Wissen Sie, meine Großeltern sind 1950 als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen und geblieben. Meine Schwester studiert in London über ein EU-Austauschprogramm. Mein Bruder lebt und arbeitet mittlerweile in den Niederlanden. Das heißt, er profitiert von der EU-Freizügigkeit, die ja jedem EU-Bürger garantiert, dass er in einem EU-Land bleiben kann, wenn er Arbeit hat. Tja, und ich führe ein kleines Unternehmen und verkaufe meine Produkte in ganz Europa. Für meine Geschwister und mich hat es, was Bildung und Arbeit angeht, viele Vorteile, einen deutschen Pass zu haben und EU-Bürger zu sein. Ich bin aufgrund meiner Familiengeschichte sehr für die EU. Sie bietet viele Möglichkeiten. Entschuldigung, haben Sie kurz Zeit für eine Frage? Wir sind von Radio NT und uns interessiert Ihre Meinung zur EU. Interessiert sich überhaupt noch jemand für die EU? Ich bekomme da so langsam meine Zweifel. Eigentlich sollten wir uns gegenseitig unterstützen. Wir sind eine Wirtschaftszone. Wir haben eine gemeinsame Währung. Aber es gibt ständig nur Streit, wenn es um die Finanzpolitik geht. Das sehen Sie doch gerade an Griechenland. Ich würde mir wünschen, dass man in Europa mehr zusammenhält. Sie sind also pro EU, obwohl Sie auch Probleme sehen. Ich weiß nicht. Früher war ich von der Europa-Idee begeistert. Aber heute sehe ich neben den Vorteilen auch die Probleme. Und ich habe auch das Gefühl, dass es immer weniger Leute gibt, die von der Idee eines geeinten Europas überzeugt sind. Entschuldigen Sie, haben Sie Zeit für eine Frage von Radio NT? Uns interessiert Ihre Meinung zur EU. EU? Ach, dieses Thema. Wenn ich an die EU denke, dann habe ich Brüssel vor Augen. 24.000 Beamte, die man ja auch erstmal bezahlen muss. Bürokratie ohne Ende. Schlimmer als in Deutschland. Und wofür das Ganze? Für offene Grenzen und eine gemeinsame Währung? Brauche ich doch alles gar nicht. Haben Sie gewählt? Ob ich zur Europawahl gegangen bin? Genau. Nein, wieso denn? Ich kenne doch keinen der Kandidaten. Und wissen Sie, was soll denn meine Stimme verändern? Ob ich nun wähle oder nicht, das ist doch egal. Entschuldigung, haben Sie kurz Zeit für eine Frage? Wir sind von Radio NT. Gern. Was halten Sie von der EU? Gute Frage. Ich denke sofort an den Euro, offene Grenzen, an Politik, aber auch an Stabilität und Frieden. Ja, ich bin froh, dass mein Land in der EU ist. Woher kommen Sie? Ich bin Pole und gerade beruflich hier in Berlin unterwegs. Und noch heute früh habe ich so im Flieger gesessen und gedacht, dass es doch ein großer Vorteil ist, dass wir offene Grenzen haben und eine Wirtschaftszone sind. Das hat für mich als Unternehmer sehr viele Vorteile. Und es ist toll, dass die europäischen Länder aus der Geschichte gelernt haben und nun miteinander handeln und nicht gegeneinander, wie das früher oft war.